bis ganz in den Süden von Victoria. Und das Ganze war kostenlos. Haben wir uns gedacht, das ist Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Hallo und willkommen zum neuen Video. Hallo, wir haben es jetzt doch geschafft, mal wieder zu schauen, wo wir das nächste Video aufnehmen. Wir sind heute Morgen schon früh von der Nähe von Sydney gestartet, in Mosevale. Und sind jetzt schon in Canberra und wollen uns hier das Nationalmuseum Australiens angucken. Anscheinend ein Muss, wenn man in Canberra ist. Genau, was wir sonst dann noch hier so erleben, wissen wir selbst auch noch nicht. Das schauen wir dann relativ spontan. Vielleicht machen wir uns danach aber auch schon direkt wieder auf den Weg weiter Richtung Süden. Wir haben heute noch einige Kilometer vor uns, aber zuerst hier ein bisschen Sightseeing. Genau. Ja, wir sind jetzt im Museum und haben hier erstmal eine Einweisung bekommen von einem Mitarbeiter, eine Map bekommen und erklärt bekommen, wo hier was ist. Es gibt nämlich vier Bereiche des Museums. Einmal ein Bereich zu den Ureinwohnern, dann zur Kolonialzeit, also alles, was seit der Kolonialisierung in Australien passiert ist. Dann auch eine Ausstellung zur aktuellen Zeit mit Einwanderung und auch Themen zum Klimawandel. Und dann gibt es halt immer eine Wanderausstellung, die kostenpflichtig ist, alle anderen Bereiche sind kostenlos. Richtig cool. Wir sind wieder raus aus dem Museum in Canberra und verabschieden uns wahrscheinlich jetzt auch gleich schon von der City, weil für uns geht es weiter und wir dachten, wir nehmen euch heute mal mit auf einen kleinen Reisetag. 5 Stunden stehen uns jetzt noch bevor. Also von Canberra geht's runter bis ganz in den Süden von Victoria und da haben wir dann die nächsten Ausflüge wieder vor. Aber erst morgen, das schaffen wir heute nicht mehr. Nee, definitiv nicht.
Aber das Museum ansonsten war ziemlich cool, viel erfahren. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man mal hier ist. War echt interessant und das Ganze war kostenlos. Tipp am Rande, Parken war auch kostenlos, aber nur weil Wochenende war. Also Samstag, Sonntags und an Feiertagen ist das Parken kostenlos hier. Straßen, die dafür geeignet sind, sage ich mal.
weniger öffentliche Verkehrsmittel, da braucht man dann auf jeden Fall ein eigenes Fahrzeug irgendwie, um auf dem Land ein bisschen was sehen zu können. Was man auch sagen muss, in Brisbane waren die öffentlichen Verkehrsmittel ein bisschen teurer. In Sydney allerdings richtig günstig. Da kommt man den ganzen Tag so viel fahren, wie man will, in der gesamten Region. Also du kannst auch weiter in die Stadt rausfahren. Solange du in dem Gebiet bist, in dem die öffentlichen Verkehrsmittel fahren, zahlst du 16 Dollar Apples, sind umgerechnet etwas über 10 Euro, 10, 11, 12 Euro oder sowas. Und das ist unter der Woche. Wenn ihr am Wochenende da seid, zahlt ihr noch mal weniger, zahlt ihr keine 10 Dollar. Also die Preise sind echt super. Wenn man bedenkt, eine Tageskarte bei uns im Rhein-Main-Gebiet, je nachdem von wo man nach wo fährt, zahlt man da locker 20 Euro. Also sehr gute öffentlichen Verkehrsmittel und auch günstig. Ja, ansonsten gibt es extrem viele Supermärkte in jeder kleinen Stadt. Okay.
unser Gesamtfinanzfazit kommt, wie viel wir ausgegeben haben. Aber plant da auf jeden Fall was ein, weil wir haben jetzt schon so viel australische Dollar hier nochmal lassen müssen für Übernachtung. Das ist crazy. Liegt aber jetzt zum Beispiel hier im Süden auch am Wetter, weil es einfach, es ist wie gesagt noch Anfang vom Frühling und einfach zu kalt teilweise nachts und auch tagelang Regen und man kann halt auch mal krank werden. Das ist ja jetzt uns auch passiert gewesen. Da war ich krank und dann geht es halt auch einfach mal nicht im Camper. Da braucht man mal ein privates Bad oder was auch immer. Sowas kann immer passieren, also da extra Budget für einberechnet ist auf jeden Fall. Wahrscheinlich 3200 gemacht. Ja, ganz komisch, aber macht Spaß, auch mal wieder selber zu fahren. Vor allem auf so einer schön einfachen geraden Strecke, wo nichts los ist. Ja, so Stadtverkehr, da muss eigentlich immer Johannes ran. Genau, und dann gleichen wir jetzt mal ein bisschen aus, dass Laura ein bisschen aufholen kann. Ich kann mich mal ein bisschen entspannen beim Fahren.
wir sind endlich angekommen. Wie lange waren wir jetzt unterwegs, Johannes? Insgesamt? Insgesamt fast 2 Stunden nach Canberra. Fast 8 Stunden insgesamt. Und dann nochmal, ja, 6 Stunden oder so hierher. 5,5 auf jeden Fall. Wir sind jetzt übrigens im Ort Lakes Entrance. Ja, haben wir jetzt nicht irgendwie uns besonders rausgesucht. Das war einfach in der Nähe von unserem nächsten Ausflugsziel. Seht ihr dann im nächsten Video. Ja, hier ist es ziemlich kalt, aber wir sind ja jetzt ganz im Süden angekommen und hier ist ja immer noch, so sage ich mal, der Anfang vom Frühling in Australien. Und wir sind jetzt auch in einer gemäßigten Klimazone, auf jeden Fall vergleichbar, sage ich mal, mit Mittel- bis Norddeutschland. Ja. Also kein Wunder, dass hier Anfang April umgerechnet, sage ich mal, kalt ist. Und freuen uns schon auf die Ausflüge, die jetzt hier in der Gegend anstehen. Weil da gibt es ganz viele Tiere, die man da sehen kann. Und wir hoffen auch, dass jetzt demnächst das warme Aprilwetter und dann das Maiwetter einsetzt. Also Oktober, beziehungsweise. Ja, aber ja, für die südliche Halbkugel ist es ja April und Mai. Genau.